Heyo, Ladies und verehrte Raphaelos, was geht? Ich bin euer Raffi hier am Stissel und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Texas 2. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Alter Schwede, es hat sich so viel getan seit der letzten Folge. Aber als alles erstes, glaube ich, unsere Quarry sind nicht ganz fertig. Ich glaube, die ist so auf Höhe 5 oder sowas. Okay, also ich zeige euch mal, was sich getan hat, okay? Aber ich glaube, ihr habt schon ein bisschen was gesehen. Wir gehen erstmal schlafen, das ist das allererste, was wir machen. Dann, warum macht unser Ring eigentlich keinen Sound? Das ist voll creepy, wenn es keinen Sound macht. Naja. Und zwar, oh, jetzt habt ihr es im Hintergrund wahrscheinlich schon ein bisschen gesehen. Als allererstes, die größte Änderung ist hier. Wir haben, oder ich habe besser gesagt, etwas an unserer Burg weitergebaut. Und ihr seht, wie ihr seht, es hat sich auch einiges getan. Und zwar einerseits habe ich hier so ein bisschen die Raumeinteilungen jetzt gemacht. Das heißt, hier ist dieser ganz große Ring, sag ich jetzt mal, wo unser Storage-System und das ganze große Zeug reinkommt. Mit, was weiß ich, halt alles Größere. Und dann habe ich hier noch unseren Magic-Turm, also so ein Wizard-Tower, so ein, ihr wisst, was ich meine, so ein bisschen, Zauberzeugs und sowas. Und dann habe ich hier noch ein größeres Gebäude hingebaut. Da weiß ich noch nicht ganz, was reinkommt. Da kann man hier einmal so eine Unterteilung machen und hier mal so eine Unterteilung machen. Und auch auf mehrere Stockwerke und da kann man auch unterschiedliche Mod-Räume dann bauen. Das war jetzt der Plan. Dann habe ich hier einmal eine Mauer rumgebaut mit jeweils drei breiten Gängen. Hier, ja, ein bisschen Ausbuchtungen und sowas. Dann Akazia-Holz benutzt. Genau, und ja, ihr seht schon, das ist ziemlich groß und ich habe unten drunter sogar ausgeleuchtet. Und hier dann so eine kleine Brücke, hier ist übrigens überall ausgeleuchtet, so eine kleine Brücke. Und hier ist dann diese Aussichtsplattform, da weiß ich noch nicht ganz, was man hinmacht. Vielleicht machen wir da so ein Teleskop oder sowas, wenn es sowas überhaupt gibt. Aber wenn ihr irgendwelche Ideen habt zum Aufbau von der Burg, was in welchen Raum reinkommt, wie es designen soll und sowas, was für Blöcke ich benutzen soll, dann könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben. Das ist jetzt mal die grobe Planung, sage ich mal. Der Wizard Tower wird wahrscheinlich eher ein bisschen mehr aus Holz gemacht werden, vielleicht auch aus dunklem Holz, vielleicht so ein bisschen Netherbricks, so ein bisschen schwarze Materialien, dass wir hier so kleine Lines durchziehen oder sowas. Das hat sich gerade wie Koks angehört, so ein bisschen paar Lines durchziehen. Ich meine natürlich so Blocks. Genau, und hier, wie gesagt, werde ich wahrscheinlich dann hier auf der Ebene. Hier, es geht so schnell, das Abbauen ist so nice. Kommen hier dann praktisch so die Türen rein. Das heißt, auf der Ebene ist dann praktisch ein Flur. Und hier unten kann man dann auch noch was hinmachen, wo man dann hier unten durch Türen rein kann, was dann vielleicht ein bisschen nach unten geht, wie so ein Keller. Genau das gleiche habe ich mir hier auch gedacht, dass hier dann auf der Ebene, wo es praktisch hier reingeht, dann der erste Flur ist. Und drunter machen wir vielleicht dann sogar das Storage-System, also die ganze Technik und so Zeug. Und da kann man dann vielleicht auch hier reingehen, indem man hier in den Keller geht oder sowas. Oder vielleicht mache ich das irgendwie anders, das weiß ich noch nicht ganz. Jedenfalls, das hier hat sich getan und ihr seht, unsere Burg wird langsam immer wieder größer. Freut mich auch, weil irgendwann will ich ja auch da reinziehen und nicht immer hier unten alles vor unserem Dings machen. Genau. So, dann die andere Sache ist, ich wusste ja nicht, wie das funktioniert mit den Souls Shards. Und zwar folgendes. Ich war mit der Soul Forge schon richtig. Und zwar muss man hier praktisch Diamonds schmelzen, damit die anbauend Soul Shards rauskommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal eins nehme, muss ja in der Hotbar sein, dann kann ich da jetzt eigentlich gleich die Wither Skeletons jagen. Und dann hier für die Solium Ingots braucht man praktisch hier, warte, ich kann es euch mal kurz zeigen. Habe ich da überhaupt noch was im Inventar? Ich habe die Dinger gar nicht mehr. Wie heißen die? Vielleicht habe ich hier noch welche. Und übrigens, unsere Quarry ist richtig weit gekommen. Jetzt sind wir schon bei der letzten Kiste. Ach du Scheiße, ich muss gleich noch ein paar mehr Kisten dranhängen. Lead Ore. Schmelzen wir gar nicht, okay. Ich habe auf Camera auch noch Silver Ore und Lead Ore eingespeichert, dass es macerated wird und so. Wann die? Wie hießen das gleich nochmal? Hauptsache, wir haben hier ein Certus Quarz Crystal. Ah genau, die Corrupted Essence, die meinte ich. Die brauchen wir dafür. Dann zeige ich euch nämlich, wie das geht. Und zwar, es hieß auch im Wiki, dass man irgendwie mit Gold dann gleich die Ingots rausbekommt, weil wir brauchen ja die Solium Ingots, die da hier. Brauchen wir, um die Cages zu machen und die Pickaxe und sowas. Die sind vielleicht ganz cool, aber jedenfalls die Soul Cages. Aber das ging nicht. Ich habe Gold Ore probiert, ich habe Gold an sich probiert, ich habe Gold Ingots probiert. Das geht nicht. Man kann praktisch nur hier die Solium Ingots, Solium Nuggets machen und daraus muss man dann die Ingots machen, indem man ja hier so die kombiniert. So. Aber jetzt haben wir schon 6, das ist eh ganz gut. Und dann, was ja auch mal vorgeschlagen wurde, ist, dass ich mir eine... Ups. Das wollte ich noch gar nicht machen. Was mache ich? Raffi, stopp, aufhören. So, hier, Shift-Rest-Click. Warum geht das nicht? Hä, warum geht das nicht? Muss ich da eine leere Hand haben oder was? So, Shift-Rest-Click. Shift-Rest-Click. Herzzeit. Da habe ich nämlich eine Watch of Flowing Time reingetan. Habe ich die sogar hier reingespeichert?
Watch, nee, habe ich nicht eingespeichert. Okay, also können wir später noch ein paar mehr machen. Und zwar machst du es ja so, wenn du die anmachst auf einem Pedestal, und den Pedestal habe ich mir übrigens auch gemacht, den Dark Matter Pedestal, der ist, glaube ich, hier sogar eingespeichert. Nee, ist auch nicht eingespeichert, sollte ich vielleicht mal machen. Da kann man ja die unterschiedlichen Items drauf tun, und hier ist es zum Beispiel so, wenn ich hier jetzt anmache, dann geht es hier viel schneller. Normalerweise dauert das ja 11 Minuten, und wenn wir hier schauen, das dauert dann vielleicht so 11 Sekunden oder sowas. Und dadurch habe ich das Ganze auch ein bisschen beschleunigt. Und das Coole ist auch, was ich euch mal zeigen wollte, ursprünglich war die Idee ja, dass, oder wurde mir vorgeschlagen, dass ich das hier an unser Blaze Rod Macerator System mache. Okay. Damit es hier schneller geht. Warum hat er das rausgetan? Warum waren die da jetzt nicht mehr drinnen? Wahrscheinlich wegen dem Reload EMC kann es sein, dass er die dann automatisch raustut. Das sollten wir vielleicht dann nicht mehr machen. Okay. Na jedenfalls, der macht mal kurz. Wenn wir nämlich jetzt hier das Pedestal hinstellen, zusammen mit dem Dings. Hier so. Pass auf, gell. Jetzt sind sie ja eigentlich relativ schnell, gell. Ja, eigentlich geht es so ends schnell schon so. Aber wenn wir das jetzt hier einschalten, ups, hier einschalten, gibt euch das. Dann, und unsere Energie geht halt einfach den Bach runter. Aber es geht halt alles einiges schneller. genau, das wollte ich euch bloß mal zeigen, dass das bei mir angekommen ist, dass ich das machen soll. Aber wir stellen es jetzt währenddessen mal kurz hier auf, weil das verbraucht viel zu viel Energie. Damit, ja, das ist jetzt gerade nicht nützlich, da brauchen wir erstmal mehr Energieversorgung, bevor wir das machen können. Also können wir auch jedenfalls sehr viel Red Matter generieren. Und ich habe hier noch die Dings aufgestellt. Die Energy Collectors, die ich ja letzte Folge auch probiert habe, glaube ich, war das. Aber hier ist dann auch wahrscheinlich nichts mehr drin, oder? Doch, das geht weiter. Und hier sind sogar 11 Red Matter drin. Ist ja cool. Das geht aber auch nicht so schnell, gell? Ah, warte, warte, was ist? Jetzt habe ich gerade ernst die nice Idee. Was ist, wenn wir eine Watch of Flowing Time... Warte, wir speichern das erstmal ein hier. Zack. Und zack. Dann nehmen wir das hier wieder raus. Pedestal, so. Damit wir uns später so viel machen können. Was ist, wenn wir das hier hinstellen? Und dann anmachen? Weil dann verbrauchst du im Prinzip keine Energie. Aber das hier geht dann viel schneller, oder? Alter Schwede, das ist ja geil. Weil das Coole ist, oh, das ist richtig nice. Das Coole ist, ja, die hier brauchen keine Energie und nichts, die benutzen im Prinzip nur Sonne. Und, oh, das ist richtig nice. So machen wir auch richtig viel EMC. Gebt euch das mal. Was, wenn wir euch da zwei davon aufstellen? Geht das auch? Das probiere ich jetzt auch mal kurz aus. Jetzt muss ich, das ist einfach nur so eine Experimentierfolge. Zack, hier rein. Oh, die kosten halt so viel, krass viel EMC hier. Alter Schwede. Das ist einfach, es waren gerade 11 Red Matter, habt ihr das gesehen? 11 Red Matter ist gerade dafür draufgegangen. Aber gegen 2 auch? Warte, jetzt geht's. Das wäre schon echt nice. So. Jetzt geht's relativ schnell. Jetzt geht's sehr schnell. Was, wenn ich jetzt hier das anschalte? Dann geht's noch schneller. Ach du Scheiße. Okay, Jungs, wir haben den besten Weg gefunden, Red Matter zu generieren. Das ist so geil. Okay, ich lasse das mal so hier stehen, während wir hier Zeug machen. Und den da hier habe ich übrigens nur aufgestellt, damit wir hier unseren Kleinster aufladen können. Ups, falsche Richtung. So muss es sein, genau. Hier ist dort EMC, genau. Eigentlich könnte ich auch das hier nehmen. Mal kurz hier rüberstellen. Zack, zack, zack. Und anschalten, dann müsste das Ganze schneller gehen. Genau. Ah, das ist so cool. Alter, nice. Und dann wieder rausnehmen, hier wegtun und hier rüberstellen. Das habe ich gerade nur dahingestellt, damit es schneller transferiert wird. Das hat nämlich unser Kleinster auch ziemlich viel EMC drin. Wie viel hat er drin? 1,8 Millionen EMC. Und die generieren schön Red Matter. Okay, cool, nice. Beziehungsweise, ja doch, passt soweit. Weil Soul Shards habe ich jetzt genug. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich die wieder hier hinstelle. Aber hier haben wir jetzt erstmal genügend Zeug eigentlich. Okay. Dann, da wir ja jetzt unsere Soul Shards haben, können wir auf Wither-Skeleton-Jagd gehen. Und ich habe mir übrigens einen Red Matter Chestplate gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das on- oder off-camera gemacht habe. Und dann, was ich auch noch eine richtig coole Idee hatte, war nämlich, weil ich mir... Ich habe mir so ein paar Feedback oder ein bisschen Feedback von euch aufgeschrieben, was wir baut nicht machen sollen. Ich habe auch ein bisschen im Internet recherchiert und so. Und was ich mir richtig cool vorstelle, das passt auf, gell, so römische Bauten mit so Säulen und sowas, so ein bisschen, also vielleicht so Kolosseum-artig. Aber dann so getarnt, was heißt getarnt, aber halt von außen schaut es halt aus wie so ein Kolosseum.
Und von drinnen ist es dann praktisch so ein Mob-Grinder, also so Mob-Spawner und sowas, dass in der Arena praktisch die Mobs runterfallen und dann automatisch gegrindet werden und sowas. Das stelle ich mir auch richtig cool vor. Das können wir auch irgendwo in den Berg reinbauen. Wenn ihr das mögt, dann könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben. So, wo waren die Fortresses? Die waren irgendwo hier hinten. Unser Schwert ist voll geupgradet, ja. Mit Soul Sealer 5 und Soul Stealing, was auch immer der Unterschied ist. Man weiß es nicht. Eigentlich könnte ich auch gleich das an den Zombie-Pigment ausprobieren. Aber das brauche ich jetzt erstmal nicht. Was sind die wichtigsten Mob eigentlich, die man grinden muss? Wahrscheinlich eh die Wither Skeletons. Beziehungsweise, ihr habt noch keine Kommentare da gelassen von der letzten Folge mit dem EMC, wo man das selber praktisch setzen kann. Wo ist denn der Fortress, den ich letztes Mal gefunden habe? Der war hier rechts, links irgendwo, glaube ich, oder? Aber ich finde es irgendwie blöd, wenn zum Beispiel für die Wither Skeletons geil ist, wenn wir da halt zum Beispiel EMC angeben würden, dann könnte man die auch immer wieder aus dem System rausnehmen und das ist ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, wenn standardmäßig kein EMC dafür angegeben wird, dann sollte man auch andere Wege finden, um das zu grinden zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Und auf Dauer will ich sowieso das nicht mit dem EMC machen, das heißt, wir brauchen sowieso für jeden Mob eigentlich einen Mob-Spawner. Willst du nicht mal Zeug spawnen? Nicht? Okay. Dann halt nicht. Ich schau mal kurz auf die Minimap, hier sind aber bist du jetzt hier? Kills 6, okay, nice. Der macht sogar doppelt, also öfter mehr Kills. Das ist geil. Das heißt, es müsste jetzt eigentlich schon, wie viel gibt es eigentlich Tier? Soul Cage Tier 1, 2, weiß ich gar nicht, aber ich glaube bis 256 geht's. Okay, da steht aber nichts. Ja gut, Spawn. Warte, was, wenn ich das abbaue? Das geht glaube ich auch nicht. Zack. Okay, also praktisch zählt ein Kill, zählt als 6 Kills. Das ist schon mal richtig geil. Jetzt brauche ich nur noch einen Wither Skeleton eigentlich. Damit ich den auch mal als Wither Skeleton abgespeichert habe. Ah, hier. Pam, aua. Aua. Ich sehe fast nichts, es ist ends dunkel. Pam. Ich weiß gar nicht, wann man den Dings wieder aus dem Soul Cache rausnehmen kann. Weil wir verlieren halt gar kein Leben. Aber ich glaube, echt, was so ein bisschen gefehlt hat bei der Rüstung, ist einfach, dass wir eine ganze Dark Matter, Red Matter Rüstung haben. Weil uns das Chestplate gefehlt hat. Da unten ist irgendwo eins noch. Jetzt haben wir Damage genommen, aber jetzt nehmen wir fast gar kein Damage mehr. Zack, nice. Warte, schauen wir kurz, ob es gespeichert hat, alles. Hier, Wither Skeleton und nice. Finde ich gut. Den sollte ich vielleicht hier hin tun und dann, die Shards. Unser Inventar ist ein bisschen voll. Aber warte, ich habe hier mein Dingsterbumster. Da können wir ein bisschen Sachen reinlegen, eigentlich währenddessen. Ich will jetzt aber nichts reintun, was ich vielleicht noch brauche. Ich habe so viel Scheiße im Inventar, ohne Witz. Entschuldigung für meinen vulgären Ausdruck. Stone Sword brauche ich zum Beispiel nicht. Kobold Ore brauche ich dabei nicht. Buckets brauche ich dabei nicht. So, dann kann ich nämlich hier die Sachen jetzt hier auch mal wegtun und dann hier noch drei Dings hinlegen. Ich weiß gar nicht, ob man das so machen muss, aber wird schon passen. Vielleicht schaue ich einfach mal die Zombie-Pigment, dass ich da auch mal ein paar töte. Damit ich sehe, wie weit das geht. Genau. Und ich meine, während wir darauf warten, dass... Aber hier spawnen eh immer wieder welche beim gleichen Spot. Ist ja nice. Alter, die werden einfach so weggeschnetzelt. Und ich habe schon einen Wither Skeleton Skull, nice. Seid ihr eigentlich jetzt böse auf mich? Nee, nur wenn ich euch angreife, gell? Hallo? Komm mal ran auf Mädel hier. Aber die droppen alle so viel Bullshit. Aber ich glaube, die Skulls kann man nicht stacken, gell? Ich hoffe nur, dass ich hier nichts übersehe währenddessen, während ich hier farm. Ah, da ist noch ein Ding. Hier ist doch so dunkel. Komm her. Wir weg von mir. Weißt du, was der blüht, gell? So. Wie viel haben wir schon? 48. Ich muss mich da nochmal auf Kamera informieren, was der Max-Level ist. Aber wie gesagt, ich glaube, es war 256. Alter, hier ist ein Boss. Draining Skeleton of Undying. Spawnst du jetzt nochmal, wenn du Undying bist? Nee, okay. Mann, so viel Zeug im Inventar, was ich nicht brauche. Da hinten ist noch ein Fortress, gehen wir mal darüber. Jetzt fliegt das ganze Zeug um uns rum. Alter Schwede. Auch immer, oder was? Ja, ist schon weg. Wo ist mein Essen? Da ist mein Essen. Das sollte ich vielleicht hier hin tun. Ich werde mal kurz Zeug in die Lava. Ich halte es nicht aus mit so viel. Ich muss mal aufpassen, dass ich nichts Wichtiges wegwerfe. Obsidian brauche ich da, wenn ich zwei Obsidian, was bringt das schon? Okay, die Fences, die habe ich. Ah ja, wir wollten unsere Dings-Quarry eigentlich aufstellen, gell? Unsere Ender-Quarry. Sind wir auch noch nicht dazu gekommen.
Also ich weiß schon, das sage ich seit Ewigkeiten so in jeder Folge so. Heute stellen wir die Nether Quarry auf. Und was mache ich? Gar nichts. Ich stelle gar nichts auf. So. Aber das Gute ist, wenn wir einmal alle haben praktisch. Alles einen Spawner. Dann müssen wir das auch nicht nochmal machen. Ah, sind wieder Blazes gespawnt. Schau, jetzt fliegen wir wieder hier hin. Blau, Quark, Blast of Sticky, irgendwas. Okay. Komm her. Und du auch noch. Ah, ist der Boss? Nein! Okay, der Eck immer Schwert wieder. Okay, mit dem will ich nichts zu tun haben. Die Leute, die, oder die Mobs, die mein Schwert droppen lassen, die finde ich nicht nett. Vor allem, weil ich keinen Bock habe, das Schwert in die Lava fällt. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ein Skeleton. Hallo, wo ist es? Da ist noch einer. Komm mal ran hier auf den Meter. Haben One-Hit. Zack, zack. Das Gute ist ja, wenn du den Soul Cage Level 5 hast, also den Max Level praktisch, dann kannst du den auch ein- und ausschalten mit Redstone Signals. Oder was? Das heißt, du kannst den praktisch auch immer kontrollieren, ob es spawnt oder nicht, weil ich schätze mal, es laggt auch sehr viel, wenn du alle Spawner immer auf einmal anhast. Komm. Habe ich den überhaupt getötet? Ich glaube nicht. So, haben wir jetzt hier schon Magma Cube with a Skeleton. Okay, 78 haben wir jetzt schon. Das ist schon eine beträchtliche Zahl, muss ich sagen. Das müsste jetzt schon Level 3 sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber ich glaube, das Farmen mache ich auch off-camera. Ich weiß nicht, ob ihr euch das taugt oder nicht. Aber das sind die, die richtig schnell explodieren. 84, okay. Das würde eh, glaube ich, dauert eh nicht so lange, wenn ich das off-camera machen würde. Dann schauen wir nochmal kurz hier hinter, was sich da so tut. Ich weiß nicht, Zombie Pigman, was kriege ich eigentlich? Davon brauche ich eigentlich gar nichts, gell? Die geben mir höchstens XP und so, aber. Und Gold vielleicht? Eigentlich könnte ich so mit Gold farmen, gell? Aber ob das so wichtig ist, weiß ich gar nicht. Die Magma Cubes wären vielleicht nicht so blöd. Weil damit kriegt man. Also da kriegt man die Magma Cubes. Ich weiß nicht, ob die MC haben, ich glaube nicht. Das heißt, ihr kommt mal ran hier auf den Meter, vor allem da kriegen wir pro Kill auch wieder 6. Wenn der sich teilt, dann macht es noch mehr Spaß. Ich hoffe übrigens, dass es nicht so dunkel ist für euch. Sondern dass ihr ordentlich was seht. Ups, Entschuldigung. Tut mir leid, wollte ich nicht. Ah, hier hinten sind noch Wither Skeletons. Hallo? Wo seid ihr? Hier irgendwo? Unter mir. Hier. Da ist noch einer. Warte dann. Die Minimap ist schon praktisch, ohne Witz. Ohne der Minimap wäre ich echt so ein bisschen aufgeschmissen, die zu finden. Warum ist es so dunkel? Ich sehe fast nichts. Wie es euch dann erstmal geht. Vielleicht macht die Helligkeit von dem Video ein bisschen heller. Was ist denn das für ein roter Dings hier eigentlich? Seht ihr den roten Punkt auf dem Minimap da? Habt ihr den gerade gesehen? Diesen, wo noch ein Player so ausschaut, dass es ein roter Player wäre irgendwie. Seltsam. Sehr seltsame Dinge passieren hier. So, aber die Folge ist mal hier ein bisschen Mob-Grinding. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Was kann ich denn erzählen währenddessen? Ich war gerade beim Friseur heute. Haare schneiden und so. Jetzt habe ich wieder einen freshen Schnitz. Hitzka, Spider will ich eigentlich nicht abspeichern. Jetzt habe ich wieder einen ganz freshen Schnitt. Weil ich ja die, also wie ihr vielleicht wisst, ich bin ja Österreicher. Und ich weiß, habe ich das schon mal erzählt? Ich habe es safe schon mal erzählt in einer Ticket-Folge damals oder sowas. Oh, wow, wow. Eigentlich will ich den nicht killen, weil ich den nicht abspeichern will, weil dann ist ein Soulshard vergeudet, aber. Ja. Nee, aber ich bin ja Österreicher. Und meine ganze Familie ist in Österreich. Also Verwandtschaft, nicht Familie. Und die Sache ist halt. Lebt er noch? Nee. Die Sache ist halt die, dass wir halt, wenn halt irgendwas ist, dann immer nach Österreich fahren müssen. Ich sehe halt null jetzt gerade. Oh, hier sind ja end viele Chests, Alter. Nice. Und dieses Wochenende hat jemand Geburtstag und da ist eine Hochzeit, das ist meine erste Hochzeit, auf der ich bin. Da freue ich mich schon richtig drauf, aber ich muss mich auch richtig schön herrichten, stylen und sowas. Und schauen, dass alles sitzt und wegen Tanzen und sowas musste ich schauen, dass das passt, dass ich da alles kann. Und ja, deswegen bin ich aber schon richtig gespannt. Deswegen war ich auch jetzt extra nochmal beim Friseur. Eine Frise schneiden. Jetzt komm her. Danke. Nerv nicht rum. Unter mir sind Viecher. Aber da muss ich erstmal hinkommen. Ich glaube, ich mache jetzt irgendwann noch dann gleich. Hallo? Oh, ein Slime. Hallo? Ich glaube, ich mache jetzt irgendwann noch diese Multifunktionstools. Die sind nämlich viel nicer, als wenn ich immer. Was sind denn die? Sind die unter mir? Ah, da ist noch einer. Die Multifunktionstools sind viel nicer, wenn ich jetzt immer so 5 Slots. Gold Horse Armor. Au! Hey.
Soll ich die mitnehmen? Ich nehme sie mal mit. Hat immerhin EMC. Und das ist abgespeichert. Hier ist so viel Gold drinnen, Alter. Wenn ich jetzt Vanilla spielen würde, dann wäre das richtig nice. So, okay. Hier waren noch gerade welche. Nicht? Sind die gerade einfach despawned oder was? Okay, dann halt nicht. Schade. Ah, da ist noch ein Magma Slime. Den nehmen wir nochmal mit. Zack. Zack, zack, zack. Und was ich auch noch unbedingt machen muss, ist die. Die Tanks bauen. Das wollte ich auch schon seit Ewigkeiten machen. Dass man mal die ganze Lava und sowas nicht immer holen muss. Oh Mann, ich habe so viel Scheißen im Inventar. Warte, hier drüben sind Skeletons. Also Skeleton Skulls lassen sich übrigens nicht stacken, glaube ich. Pam! Oh nein, ist ein Boss! Dann nimmst du ja gar keinen Damage. Oh doch, nimmt er sogar. Pam, 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 pam. Da ist noch irgendwo einer. Eigentlich hier so. Hallo? Wo bimmst du? Ich brauch dich. Ich hätte gerne deinen Kopf. Ich habe doch immer nur noch einen Kopf. Das ist so krass. Gibt es nicht irgendwie so Decapacitating Enchantment oder sowas? Gibt es da nicht irgendwas? Nee. Ich dachte, da gibt es vielleicht so ein Enchantment. Ich glaube, in irgendeiner Folge gab es, dass da immer dann praktisch die Köpfe gedroppt werden. Das wäre halt schon richtig nice. Naja, dann halt auf die harte Tour. Dann ist es wenigstens was wert, wenn wir das haben. Dann haben wir wenigstens was, auf das wir hinarbeiten können. Oh, da ist... Ihr habt eh keine Chance, das macht mich in Ruhe. Rare Charging. Okay. Kein Ding für den Fluffen. Das ganze Zeug, was hier rumfliegt. Ich schwöre. So, jetzt gehen wir noch einmal rüber. Und dann haben wir es auch schon mit der Folge 144. Das heißt, wenn es nur bis 256 geht, dann haben wir eh schon fast die Hälfte. Also haben wir schon mehr als die Hälfte, besser gesagt. Aber das werde ich erst dann gleich nochmal nachschauen. Ich sehe schon zwei. Komm her. Da, einer ist down. Stell dir mal vor, wir hatten nicht das Enchantment mit Soul Stealing. Dann würde das so ewig dauern, Alter. So, was ich jetzt noch ganz kurz mache, ist hier alles in meine... mein Schrott-Dings reintun. Was ich nicht brauche dabei. Bei mir hast du Schwerte und die enchantete Sachen, Alter. Schwede. Was mache ich denn jetzt damit? Gold Horse Armor, so. Und dann kill ich die Blazes hier noch, weil ihr müsst jetzt einfach kurz hier meine Wut aushalten. Dann da ist noch ein Wither Skeleton. Ah ja, genau, was ich vorhin noch sagen wollte. Ihr wollt ja immer praktisch, dass ich die Sachen on-camera mache. Habt ihr mal gesagt, oder so im Stream. Stream ist halt immer ein bisschen problematisch, weil ich halt fast keine Zeit habe zum Streamen und dann muss man wieder so, man muss wieder mein ganzes Setup überprüfen und sowas. Deswegen mache ich jetzt einfach mal eine Folge, damit ihr seht, dass ich es auch wirklich mache und mir nicht irgendwie alles cheat irgendwie, was ich eh nicht wusste, wie das geht. Und ja, da würde ich sagen, aber wir sind fertig mit der Folge. Und nächstes Mal machen wir wieder ganz coole Technik-Sachen und sowas. Diesmal war wieder ein bisschen mehr Farmen und so Zeug. Also, Ladies and Gentlemen, ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wenn ja, dann drückt doch das Like da rein. Ihr lieben Raffaelos, ich habe euch voll lieb. Und ich wünsche euch allen, weil das müsste eh dann langsam das Wochenende sein. Eigentlich heute müsste Freitag sein. Das heißt, ich wünsche euch allen schon mal im Vorhinein ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit, erholt euch gut und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Also, ich war's, euer Raffi. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Over and out. Servus!